Herzlich willkommen zum neuesten Video und im heutigen Video möchte ich mit euch ein neues Format testen. Und zwar habe ich ein paar Aufnahmen aus meinem letzten Training, es war ein Rückentraining, für euch aufgenommen, möchte die euch heute zeigen und dann eben auf ein paar Tipps und Tricks eingehen und auf gewisse Ausführungen der Übungen, was viele, was ich zumindest in meinem Fitnessstudio sehe, falsch machen und wie man das Ganze bestmöglich beheben kann, beziehungsweise wie man dann am Ende eine Übung richtig ausführt, um den Muskel perfekt zu treffen, ideal zu spüren. Und ich finde, ein Rückentraining ist dafür immer sehr gut ausgelegt, denn beim Rückentraining haben viele das Problem, dass sie nicht den Latissimus treffen oder eben beim Rudern so viel rudern, dass sie im Endeffekt gar nicht den Rücken spüren, sondern nur die Arme. Das schreiben mir auch viele von euch immer auf Instagram und deswegen im heutigen Video mal meine drei Übungen, wo ich immer wieder Fehler sehe und die ich auch gerne mache, die auch Teil meines Rückentrainings sind. Und dafür müssen wir uns vielleicht nochmal kurz vor Augen halten, was möchten wir beim Rückentraining trainieren. Zum einen trainieren wir den Latissimus dorsi, den großen Rückenmuskel, aber auch den Kapuzenmuskel und den Nacken. Also es sind viele Muskeln involviert. Der Rücken ist ein großes Komplex aus verschiedenen Muskeln, aber hauptsächlich trainieren wir mit den Übungen den Latissimus und eben oben den Kapuzenmuskel und den Trapez. Um eben die jeweiligen Muskeln anzusteuern, führen wir verschiedene Übungen aus. Zum einen haben wir, um eben den Trapez, den oberen Rückenmuskel zu trainieren, vorwiegend sowas wie breites Rudern, vorgebeugtes Rudern mit einem breiten Obergriff oder auch das Nackenheben. Ich denke mal, das kennen die meisten von euch. Beim Rudern mit einem engen Griff und den Ellenbogen eng am Körper vorbeigeführt, trainieren wir sehr viel den Latissimus und auch beim Latzug oder bei den Klimmzügen, wenn wir sie richtig ausführen, trainieren wir sehr viel den Latissimus. Natürlich sind dort eben die Bewegungen und die Funktion etwas anders, aber in der Regel versuchen wir immer den Rücken dadurch zu trainieren, indem wir den Ellenbogen in Richtung Körpermitte bzw. hinter den Körper ziehen möchten. Und die erste Übung, wobei ich immer wieder Fehler sehe, und das ist auch aktuell meine erste Übung im Training, ist das Kurzhantelrudern. Beim Kurzhantelrudern vorgebeugt, das machen viele entweder auf einer Bank oder halten sich irgendwie an dem Kurzhantelrack fest, sehe ich immer wieder den Fehler, dass die meisten Leute mehr aus dem Bizeps ziehen, anstatt aus eben dem Rücken. Das heißt, ich habe es einmal vorgemacht für euch, die meisten Leute ziehen, anstatt zu rudern. Und das sieht dann eher so aus, dass man die Hantel hält und sie einfach gerade nach oben zieht, anstatt sie, wie man eben rudertypisch sie bewegen würde, in Richtung des Bauches führt. Also ich habe es euch, wie gesagt, hier einmal vorgemacht. Ihr solltet euch vorstellen, die Hantel nicht vom Boden einfach stumpf nach oben zu ziehen, sondern euch vorzustellen, okay, ich möchte rudern, ich führe den Ellenbogen in einem Halbkreis hinter meinen Körper und versuche dadurch eben den Latissimus bestmöglich anzusteuern. Also stellt euch immer vor, nehmt dort auch erstmal weniger Gewicht, den Ellenbogen in einem Halbkreis hinter den Körper zu führen, anstatt die Hantel von unten nach oben aufzuheben. So versuche ich es den Leuten immer zu erklären und so ist es für mich auch am einfachsten umzusetzen, wenn ich mir vorstelle, den Ellenbogen halt in einer Halbkreisbewegung hinter den Körper zu führen. Die Hantel ist dann in der Endposition, wenn ihr den Arm komplett nach oben bewegt habt, ungefähr auf Höhe des oberen Bauchmuskels oder eben unter dem Brustkorb. So würde ich mir das vorstellen. Der Unterarm ist dann nämlich in 90 Grad zum Boden, anstatt eben so wie wenn man ihn quasi stumpf hochzieht, etwas in einem Winkel im Ellenbogengelenk. Ich hoffe, das ist verständlich ausgedrückt worden, aber ihr seht ja anhand der Bilder, was ich damit meine. Die zweite Übung, die ich dann gemacht habe, beziehungsweise die ich euch dann zeigen möchte, ist das Latziehen. Ich denke mal, das Latziehen kennen die meisten von euch und dort sehe ich eigentlich mit die häufigsten Fehler. Also beim Latzug sehe ich häufig den Fehler, dass die Leute zum einen viel zu breit greifen oder sehr eng greifen. Also wenn man das Ganze anhand von wissenschaftlichen Erkenntnissen beschreibt, dann ist ein Griff von anderthalb mal der Schulterbreite sinnvoll und auch am effektivsten, um den Latissimus anzusteuern. Und hier fängt es schon an, was ist anderthalb mal die Schulterbreite? Das verwechseln viele. Ihr solltet euch vielleicht mal im Spiegel anschauen und die Schulterbreite ist dann eben von einem, vom Knochen hier oben und zwar nicht von außerhalb des, also vom Schultermuskel, sondern von dem Knochen hier oben. Also wenn ihr das, ich weiß nicht, ob man das bei mir sieht, aber ihr werdet das bei euch fühlen. Hier oben habt ihr einen Knochen, den werden die meisten spüren können und das ist eure Schulterbreite, genauso eben auf der anderen Seite. Wenn ihr es im Spiegel seht, dann solltet ihr in etwa anderthalb
mal nehmen können und eben wissen, okay, wenn ich sehr breit greife oder an die äußersten Stellen der Stange beim Latzug, dann bin ich breiter als das anderthalbfache. Und wenn ich zu eng greife, dann natürlich steuert man bei allen Griffen den Latissimus an, aber es ist eben nicht die optimale Griffbreite, um den Muskel ideal zu treffen. Und des Weiteren kommt es dazu, dass man, wenn man zum Beispiel viel zu breit greift, man eine geringere Range of Motion, also eine geringere Bewegungsamplitude hat, was auch wiederum dazu führt, dass am Ende der Muskel nicht lang genug oder nicht optimal unter Spannung ist und man dadurch möglicherweise Muskelmasse bzw. Muskelaufbau etwas auf der Strecke lässt. Und wenn man zu eng greift, dann kann es eben auch dazu führen, dass man eher daraus eine Ruderbewegung macht und anstatt eben den Latissimus ideal zu treffen, trifft man am Ende wieder nur den Trapezmuskel. Also eine anderthalbfache Griffbreite, ich habe es euch auch hier im Video mal gezeigt, so greife ich in etwa und das müsstet ihr auf euch dann anwenden. Und ein weiterer Fehler, den ich dann beim Latzug häufig sehe, ist, dass die Leute einfach viel zu sehr schwingen, sich viel zu sehr nach hinten bewegen und dadurch dann wieder auch eine Ruderbewegung daraus machen. Dann ist es am Ende eine Art High Row an der Latzugmaschine und wir haben wieder nicht das, was wir bei der Übung trainieren wollen. Also versucht beim Latzug so aufrecht wie möglich zu sitzen. Natürlich bewegen wir uns etwas nach hinten, damit wir die Stange am Kopf vorbeiführen können und ziehen sie in etwa auf Höhe des Kinns bzw. am oberen Brustkorb auf Höhe des Schlüsselbeins, dort ziehen wir sie hin und versuchen auch hier die Ellenbogen immer entlang des Körpers zu ziehen, beziehungsweise ich leite die Bewegung immer dadurch ein, dass ich ganz oben in der Position bin, die Stange nach unten ziehe, leite ich damit ein, dass ich die Ellenbogen quasi erst nach vorne bewege ein Stück und dann nach unten Richtung Körper ziehe. Das heißt, ich führe den Ellenbogen auch hier wieder in einer leichten Halbkreisbewegung in Richtung meines Latz und ich führe den Ellenbogen nicht hinter meinen Körper und auch nicht vor meinen Körper, sondern ihr seid immer in einer Linie mit eurem Oberkörper. So, im Endeffekt sind das mit die größten Fehler, dass man zum einen sehr viel schwingt, dass man den Griff nicht ideal greift und dass man, wenn man das beides berücksichtigt hat, aber dann häufig nicht in einer Linie mit dem Oberkörper zieht, sondern viel zu sehr hinter den Körper. Und was ich auch noch sehr häufig sehe, ist, dass die Leute die Stange in den Nacken ziehen, also anstatt eines Latzugs dann das klassische Nackenziehen machen. Davon würde ich jedem abraten, weil es zum einen nicht bedeutet, dass man besser den Muskel trifft. Wie gesagt, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass ein anderthalbfacher Griff mit dem Latzug vor den Kopf die bestmögliche, dem Muskel bestmöglich trifft. Und zum anderen, wenn man in den Nacken zieht, kann es zu Schulterproblemen kommen. Das ist immer sehr individuell. Und die meisten haben auch nicht die Mobilität im Schultergelenk, die Stange in den Nacken zu ziehen. Also das sind schon die drei Kriterien, die für mich einfach ausschlaggebend sind dafür zu sagen, nee, warum soll ich diese Übung so ausführen? Das macht keinen Sinn. Also Nachteil Nummer eins, die meisten haben nicht die Schultermobilität, was dazu führt, dass es zu Schmerzen oder eben nicht zur idealen Kraftaufbringung kommen kann. Nachteil Nummer zwei, man kann eben nicht die komplette Range of Motion meistens nutzen, weil man nicht die Schultermobilität hat und dadurch den Muskel nicht ideal ansteuern kann. Und Nachteil Nummer drei, wir haben dort nicht die bestmögliche Muskelaktivierung und können somit eben nicht das maximale Muskelaufbau rausholen. Das sind für mich die drei Kriterien, die einfach ausschlaggebend sind, warum ich das nicht so ausführe, sondern immer vor dem Kopf bis auf Höhe des Schlüsselbeins und dann wieder langsam die Negative nehmen, indem ich wieder in die Ausgangsposition gehe. Und auch hier, wer möchte, kann mal probieren, die Schulter komplett auszuhängen, nenne ich es jetzt einfach mal, also komplett die Arme durchzustrecken, weil man dadurch nochmal eine Dehnung im Latissimus hervorrufen kann. Und wenn man dann wieder das Gewicht nach unten bewegt, erst versuchen, die Schultern nach unten zu bewegen, weil das auch eine Aufgabe vom Nacken und vom Rücken allgemein ist, also die Schultern nach unten zu bewegen und dann eben erst mit dem Latt nach unten zu ziehen. Und die dritte Übung, die ich auch gerne mache, die ich aber immer abwechsle, entweder mache ich sie am Kabelzug hier oder an einer Maschine, ist eben das klassische Seilrudern oder Rudern allgemein. Ich weiß gar nicht, welchen Namen es dann noch für gibt. Ich kenne es eigentlich nur unter Rudern, aber Rudern ist ja eigentlich auch nur auf die Bewegung bezogen. Also nennen wir es einfach mal Rudern am Seilzug im Sitzen. Wie gesagt, man kann es an der Maschine machen oder hier am Seilzug. Auch dort
im meisten Fall identisch wie mit dem Kurzhantelrudern, sehe ich immer wieder Leute, die anstatt das Rudern ausführen, also quasi in Höhe des oberen Bauchmuskels ziehen, beziehungsweise unter dem Brustkorb, dass die Leute viel zu hoch ziehen. Das ist bei der Bewegung jetzt nicht, ja, schlecht, weil man dann eben den Trapez oben trainiert. Also man trainiert dann oben den Rücken, wo man quasi die Schultern zusammenzieht. Das machen die meisten. Aber wir wollen dort eben den Latissimus bestmöglich treffen. Und deswegen gilt auch hier beim Seilzug, versucht den Griff auf Höhe eures Bauchmuskels so kurz über dem Bauchnabel zu ziehen und versucht dort auch mit dem Ellenbogen einen Halbkreis zu fahren hinter den Rücken, anstatt eben quasi einfach nur den Griff zu packen und Richtung Brust zu ziehen, weil dann trainieren wir vorwiegend fast nur den Bizeps und eben oben den Trapez, den wir natürlich gerne trainieren möchten im Rückentraining, aber dafür gibt es bessere Übungen, beziehungsweise dafür wollen wir am Ende nicht das Rudern machen. Und alle Leute, die denken, ich muss rudern, damit ich dann am Ende einen, ja, imposanten Latt bekomme und das dann eben so ausführen, die wundern sich, warum funktioniert es nicht und die Übung ist nicht effektiv. Also ganz wichtig, auch hier in Richtung des Bauchnabels, kurz über den Bauchnabel ziehen. Ich mag den Griff, der eben parallel zueinander ist. Es gibt auch noch Griffe, die irgendwie ein bisschen abgespreizt sind. Die sind dann für Leute, die Handgelenksprobleme haben. Ich mag den neutralen Griff, engen Griff und versuche dann auch hier, man sieht es beim Rausheben des Gewichts, also beim Griff, mich schon in eine aufrechte Position auf das Polster, auf den Sitz zu setzen und mich dann mit den Füßen abzustoßen. Das ist auch ein Fehler, den ich häufig bei Leuten sehe, anstatt dass sie sich eben schon gerade hinsetzen, schon die Schultern nach hinten ziehen und sich dann mit den Füßen abstoßen, um so aufrecht wie möglich zu sein, sind die Leute dann eher dazu geneigt, okay, ich setze mich hin, mache alles richtig, dann greife ich den Griff, der weit vorne ist, bin dadurch sehr weit nach vorne gebeugt, meine Wirbelsäule ist sehr stark in Gefahr belastet zu werden, also überbelastet zu werden, und dann greifen sie den Griff und bewegen sich quasi aus dem Rückenstrecker nach hinten. Das kann ab einem gewissen Gewicht halt extrem belastend werden und kann auch dort dann eben zu Verletzungen führen oder eben zu Rückenschmerzen, was wir natürlich vermeiden wollen. Deswegen hier ein ganz wichtiger Tipp: Wenn ihr das Rudern am Seilzug macht, versucht euch mit einem aufrechten Oberkörper den Griff zu nehmen und dann eben mit den Füßen abzustoßen, anstatt den Griff zu nehmen und euch aus dem Rücken zu bewegen. Ich habe dann auch nochmal in der zweiten Aufnahme für euch gezeigt, was ich häufig für Fehler sehe. Zum einen eben, dass man viel zu hoch zieht und man sieht auch dort, dass dann eben der Bizeps sehr stark mit beeinflusst wird oder eben mit trainiert wird. Ist jetzt nicht unbedingt schlecht, aber um den Bizeps zu trainieren, wollen wir eben kein Rudern machen, weil das dann nicht so effektiv ist. Also den Bizeps können wir mit einer Isolationsübung besser trainieren. Das ist auf jeden Fall meine Meinung. Und dann zu guter Letzt habe ich noch was gemacht, was auch wieder sehr viel den Rückenstrecker belastet und auch trainiert, beziehungsweise wollen wir den nicht trainieren, aber eben sehr stark belastet, wenn man mit sehr viel Schwung arbeitet. Das heißt, man lässt sich vom Gewicht sehr stark nach vorne ziehen und schwingt dann wieder mit dem Rückenstrecker erst ein Stück nach hinten, also man bewegt sich mit dem Oberkörper immer mit, was den Rückenstrecker sehr stark belastet. Wenn man eine gute Rumpfstabilität hat, ist das nicht ganz so schlimm, aber ich denke mal, die meisten von euch, die haben damit irgendwann Probleme. Und wie gesagt, ab einem gewissen Gewicht, sagen wir mal ab 70, 80 Kilo Rudern, kann das eben schon für den unteren Rücken sehr stark belastend werden und eben langfristig, wenn man das immer macht, auch nicht gesund sein. Deswegen empfehle ich, wie gesagt, jedem, nehmt das Gewicht, egal wie viel es ist, setzt euch aufrecht hin, stoßt euch mit den Beinen quasi ab, also drückt euch da ein Stück weg. Es muss ja auch nicht komplett am Ende des Polsters sein, sondern ihr müsst ja nur eine Spannung auf dem Griff haben, dass wenn ihr die Arme ausstreckt, dass ihr am Ende dann eben das Gewicht haltet und das Gewicht nicht abgesetzt ist. Und auch hier nochmal ein kleiner Tipp. Wie gesagt, versucht mit den Ellenbogen zu ziehen und den Ellenbogen bzw. den Griff in Richtung kurz über dem Bauchnabel. Und wenn ihr dann eben wieder zurückgeht, also das Gewicht wieder Richtung absetzen wollt, also ihr geht wieder in die Extension, dann versucht ihr eben, die Schultern nach vorne zu lassen. Und wenn ihr dann die Bewegung neu startet, zieht ihr erst die Schultern zusammen und bewegt dann den Griff. So habt ihr nämlich den Latissimus und den Trapezmuskel mit trainiert. Das heißt, ihr trainiert erst einmal die Retraktion der Schulterblätter
und zieht dann das Gewicht nach hinten. Das kann man in einer Bewegung ausführen. Für viele, die das bisher noch nicht gemacht haben, wird das wahrscheinlich erstmal so aussehen, dass sie den Griff vorne haben, dann die Schultern zusammenziehen und dann rudern. Man kann es, wie gesagt, auch in einer Bewegung machen, wenn man das ein paar Mal ausgeführt hat. Vielleicht macht ihr das auch quasi ohne Gewicht mit einer Trockenübung, so habe ich das am Anfang auch gelernt. Also einfach die Arme ausstrecken in ungefähr der Griffbreite und dann zieht ihr erst die Schultern nach hinten und zieht dann die Hände bzw. am Ende den Griff mit dem Gewicht. Also erst die Hände nach vorne, Schulter nach hinten ziehen und dann den Griff. Und das macht ihr eben für die angegebenen Sätze und auch jede Wiederholung so. Und so trainiert ihr dann den Muskel am besten. Und dann verspreche ich euch, werdet ihr auch mit diesen drei Übungen, wo ich häufig die Fehler sehe, am Ende sehr gut euren Muskel spüren und auch dort Muskeln ja, im Endeffekt aufbauen. Ich denke mal, das ist das Ziel von den meisten. Und auch eben viel für die Gesundheit tun, weil diese Übungen, vor allem das Rudern, auch dazu beiträgt, dass wir am Ende wieder aufrecht gehen. Für alle Leute, die einen Bürojob haben am Schreibtisch, wird es wahrscheinlich so aussehen, dass man sich häufig einfach den ganzen Tag am Schreibtisch bewegt und dann eben der Rücken einrundet und man ja quasi die Brust vorne dehnen müsste und hinten den Rücken auftrainieren müsste, damit man wieder ja quasi aufrecht mit einer ja, stolzen Brust, sage ich immer, durch den Alltag geht, weil das ist gesund und alle, die dann eben den ganzen Tag so sitzen und nach vorne gerollte Schultern haben, die riskieren am Ende auch Rückenschmerzen, Nackenschmerzen. Und das wollen wir im Endeffekt vermeiden. Das ist zum einen auch der Grund, warum wir Krafttraining machen. Krafttraining ist nicht nur da, um am Ende dicke Muskeln zu haben und toll auszusehen. Das ist ein netter Nebeneffekt, sondern wir trainieren das Ganze eben aus gesundheitlichem Aspekt und weil uns der Sport Spaß macht. Und ich trainiere zusätzlich nur aus dem Grund, weil ich dann einfach mehr essen kann. So, das soll es auf jeden Fall mit diesen ja, kurzen Tipps und Tricks zum Rückentraining gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr solcher Videos bezüglich Training sehen wollt, dann lasst mich das unbedingt in den Kommentaren wissen. Schreibt mal rein, welche Übungen bzw. welche Muskelgruppen ihr als nächstes sehen möchtet. Und dann werde ich das für euch auch aufnehmen. Ansonsten, denkt dran, den Kanal kann man kostenlos abonnieren. Dann bekommt ihr alle Infos immer direkt in die Abo-Box. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich bei dir fürs Einschalten, wünsche dir noch einen extrem geilen Tag. Bis zum nächsten Mal, Dominik von Fit4.